An dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir haben Mafia 1 mit Bravour abgeschlossen, haben alle Rechnungen soweit beglichen. Na gut, die Rechnung mit uns wird am Ende halt auch beglichen. Aber jetzt alles zurück auf Anfang, denn wir spielen den Nachfolger, wir spielen Mafia 2. Ich habe da auch total daneben gelegen, als ich das Erscheinungsjahr hier letztes Mal gesagt oder geraten habe. Über diese Helligkeit. Die Maus fühlt sich extrem schwammig an. Und zwar kam dieses Spiel 2011 raus. Ist also noch deutlich jünger, als ich ursprünglich dachte. Die Maus, seht ihr das? Okay, ihr seht es nicht. Aber die Maus zieht brutal nach. Wir packen ja mal alles auf Maximum. Also würde mich doch schwer wundern, wenn da irgendwas ruckelt. Physics, ich weiß nicht, das gibt es inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr. Dann haben wir eben keine Physics-Einstellungen. So, Bar-Modus, normal. Was haben wir noch? Bestimmt Arcade. Ja, den normalen Modus. Ich packe euch Untertitel rein. Einfach der besseren Verständlichkeit wegen. Ihr müsst sie ja nicht lesen. Steuerung lassen wir einfach mal so. Ich habe uns sogar den Director's Cut gegönnt. Ja, so bin ich zu euch. Ja, okay. Also bitte mal ein dickes Like und alles für... Das heißt, wir haben ja alle Zusatzinhalte, aber was wir jetzt spielen werden, ist die Hauptstory. Vielleicht kümmern wir uns danach, wenn wir noch richtig Bock drauf haben und voller Lust auf Mafia-Geschichten sind, um die Nebeninhalte. Aber jetzt geht's erstmal los. Wir spielen auf Mittel. Also echte Herausforderung, so wie nach Mafia 1 nicht mehr. Deswegen Mittel ist genau richtig. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach doch, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rein, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt!
Dito, hier lang! Wirf das Ding her! Steh bleib, wo ich schieße! Oh, scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori. Wir sind im Krieg. Und knallen wir gleich den riesen Mussolini-Anhänger nieder. Die Begegnung hat sich überhaupt nicht bekommen. Frauen haben die und je. Meine Herren, das macht doch hier keine Sidesteps mehr. Ich muss Chopper Trepper verpassen. Zieht sich zurück! Los! Auf mein Zeichen! Okay. Den Beginn hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Ich Scheiße! Hatte ich nur. Scheiße! Der Heimkram. Aus dem Krieg. Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Schick mir die durch, okay? Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir biegen hier immer. Mit dem Stand-MG hier weggeholzt. Hier ist kein Durchkommen. Wir sind also nicht mehr Tommy Angelo, der ist erstmal Geschichte, was ist erstmal. Sie hat jetzt Scheiß angebracht, wie du hörst! Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Viel Spaß damit! Scheiße! Tommy Angelo ist also Geschichte. Wir sind Vito Scaletta. Hey Scaletta, war alles dran an dir? Sieht so aus. Ein italienischer Einwanderer in die USA. Er versuchte den American Dream zu leben, was jetzt irgendwie nur bedingt funktioniert hat. Ein bisschen automatisch ist. Sehr schön. Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Die Munition nimmt es also automatisch mit. Das ist erfreulich. Okay. Gehen wir in Deckung. Auf der Treppe! Dann Spaghetti-Fresser und auch Italiener. Friss Dreck, du Mistkerl! Die Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Scaletta, du gehst voraus. Ich geh voraus, so. Wir rein. Also dieses an der Ecke kauen ist gewöhnungsbedürftig. Okay, hier geht's wohl definitiv nicht rein. Dann müssen wir mir hin. Ich bin hinter dir, Mann. Ah, auf der Flucht erschossen. Zu langsam. Okay. Einmal nachladen. Rücke 0 um meine Tür ein. Nee, Kuh, ich dachte gerade. Arrenditi, o gli faccio saltare il cervello. So. Okay, ich glaube, wir gehen mal besser in Deckung. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Draußen bestimmt auch der ein oder andere Bein. Scheiße! Wie viele von den Pixern gibt's denn noch? Das größte ist Kreuzfeuer. Brauchen den Karabiner. Sobald wir da fit sind, lassen wir ihn hier attackieren. Geh mal weg hier aus meinem Schussfeld, du komischer unterhändiger Mann. Ja. Ja, auch, ja. Wie hält denn der aus?
Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein. Oh, Scheiße! Du bist nicht ins Knie! Rein mit dir, Skeletta, wir verrecken hier draußen! Was ist denn hier los? Wir werden überall beschossen. Das ist ja richtig unangenehm. Wir sind die Gegner hier draußen. Nice. Ein Maschinengewehr auf die Balkon. Okay, einer ist reingekommen. Da sind noch mehr. An der Kirche. Boah. Ist das. Mussolini. Ja. Für den Wochenmarkt wird freigeschossen. Wir hatten übertrieben viel Glück. Scheiße, die haben Artillerie. Ja, weg, 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 weg. Digga, rein! Wie verlasse ich es? Ich komme nicht raus. Es ist es. Ich komme nicht weg. Okay. Ich glaube, es war nicht gewollt, dass ich weggehe. Jetzt. Na, dann Held, und ein Held bleibt bis zum bitteren Ende dran. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. Ma davvero Don Calò? Cacetto, un congè quando siamo arretati come cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf den Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß? Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Ja.
General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Da sind wir also wieder. In der wohlvertrauten Heimat. Vito? Ah, die kennen mich ja alle. Friseur. Sogar was los. Also man sieht schon den heftigen Unterschied im Vergleich zu Mafia 1. Gut, es sind 9 Jahre. Da tut sich auch in der Spielewelt so einiges. Also die Grafik kann man sich zumindest halbwegs anschauen. Top aktuell ist sie natürlich nicht, aber als hässlich würde ich sie auch nicht bezeichnen. Die Winter- und Weihnachtsatmosphäre eigentlich sehr, sehr schön und harmonisch. Das hört man richtig gut hier. Hier geht es auch richtig ab. Gegen die Tassen und die Gläser und die Scheiben zerbersten. Ich würde sagen, jetzt besuchen wir mal Mama. Schauen mal, wie es ihr so ergangen ist, während wir im Krieg waren. Mama, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Vedi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, Amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Ach, bei Mama ist es doch am schönsten. Die hübsche Schwester haben wir. Das ist so quasi unser altes Kinderzimmer hier. Sieht echt so aus. Ziemlich heruntergekommen, die Wohnung. Was sehen wir hier?
Verschiedene Hunderassen. Die Baseball Stars. Autos. Empire Bay, nehme ich an. Und als waschechter katholischer Italiener sind wir natürlich gottesfürchtig und haben hier einen Kruzifix an der Wand. Ein kleines Schaukelpferd, Bücher. Jesus ist auch mit am Start. Gut, dann machen wir mal die Tür zu. Wir wollen ja auch unsere Privatsphäre. Genau. So. Dann machen wir das Licht aus. Und gehen ins Bettchen. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Und um was der Kleiderschrank so hergibt? Highschool-Kleidung. Naja, eher unangemessen. Rote Jacke mit Hemd. Stilvoller Cowboy-Anzug mit Hut. Anzug mit weißem Kragen und Sonnenbrille, schon besser. Motorradkluft brauchen wir nicht. Rennanzug brauchen wir nicht. Dienstanzug. Ah. Kampfanzug. Lederjacke mit Hemd. Okay, also ich würde mal sagen, wir gehen einfach in Lederjacke und Hemd. Das ist ein legerer Look. Genau, passt. Perfekt. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit diesem Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Dann verlassen wir Mama mal wieder und gehen zu Joe, auf den sie ja irgendwie nicht so gut zu sprechen scheint. Ja gut, das ist auch irgendwie kein Wunder. Wegen ihm sind wir schließlich auch hinter Gittern gelandet, beziehungsweise dann lässt er mich im Krieg. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst und... Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch! Ach ja? Komm her, genau, so geht's natürlich hier gar nicht. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast! Genau, zeig, was du drauf hast. Gar nichts kannst du, gar nichts kannst du! Bam! Was für ein Lappen. Oh. Halt, oh. Bitte hört auf! Ihr braucht euch nicht zu prügeln! Oh. Hey, der ist ja fies. Okay, wir müssen ihm kleine Jabs verpassen. Ja, okay, er ist gar nicht so lappig, wie ich dachte. Ich hab ihn unterschätzt. So, jawohl. Take this, bitch. Zweiter Niederschlag. Oh nein, wir dürfen uns nicht niederschlagen. Oha. Kann ich auch unsere Füße benutzen, oder? So. Bud Spencer-Style. Oh, ich glaube, das Blut an der Seite ist kein gutes Zeichen. Bitte hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Wir brauchen uns zu prügeln. Manchmal müssen Männer einfach Prügel austeilen. Das ist so ein gewisses Herzen. Jawohl, da ist der Fuß. War zwar gemein, aber... Scheiß drauf! Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser! Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf! Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück, sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen.
Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle zwei Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Gut, vielleicht war das keine ganz so gute Idee hier, dem Inkasso-Mann, wenn man es so nennen will. Hört sich aber zu freundlich an, ihm eine Lektion zu erteilen. Und wir werden sehen. Joe ist uns eigentlich noch einiges schuldig. Deswegen, wenn uns das Geld mal hier locker vorstrecken sollte, ist ja wohl das Mindeste, was er tun kann. Dann sprinten wir mal schnurstracks zum guten Joe. Ah, die Stadt sieht schon schön aus. Also die Atmosphäre gefällt mir echt richtig gut. Also durch die modernere Grafik ist es halt noch ein Stückchen atmosphärischer als Mafia 1, das schon schwer in die Jahre gekommen ist. Pass doch auf, du! Ebenfalls aber ein tolles Spiel. So, wo wohnt denn Joey? Komische Geräusche hier. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn sie mir nicht gefällt, soll er woanders hinziehen. Hey! Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Aber mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Als erstes muss ich dich Giuseppe vorstellen. Dort holen wir die Entlassungspapiere ab. Los geht's. Du hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Dann folgen wir ihm doch mal in die Garage und lassen uns überraschen, was da so auf uns wartet. Weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mehr allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Ein nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. Ja, so schick ist die Gegend auch wieder nicht. Könnte ich vielleicht? Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist...
gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. Culver Empire. Und wir hören Empire Central. Aber unser Treffen mit Giuseppe findet das nächste Mal statt. Denn nach einer halben Stunde in etwa ist es Zeit, mal eine kleine Pause einzulegen. Schaut, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr nicht genug von meiner entzückenden Stimme bekommen könnt, einfach meine anderen Videos oder wartet auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Mafia 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. I've been flying from town to town.